Hallo ihr Lieben, ich melde mich endlich mal. Wir haben mittlerweile schon irgendwas nach 5. Ich habe eigentlich den ganzen Tag tatsächlich nur am PC gearbeitet. Ich hatte so viele E-Mails bekommen gehabt, die ein bisschen aufwendiger waren, um sie zu beantworten. Beziehungsweise ging es halt immer E-Mail-Verkehr hin und her und so weiter und so fort. Habe 2 Videos fertig geschnitten, 1 online gestellt. Heute ist der TK Maxx und Primark Haul online gegangen. Sex and the City hat gerade angefangen. Auf Six läuft es ja mittlerweile ganz, ganz früh morgens. Das weiß ich gar nicht. Also das habe ich mal irgendwie gesehen. Und nachmittags, ich glaube, irgendwann um 4:45 fängt es an. Da weiß ich auch, dass es 4:45 ist. Genau. Habe jetzt gerade mal Wäsche aufgehängt. Die nächste Wäsche hat schon angefangen. Und ich habe hier gerade mal... Oh Gott, guckt euch mal dieses Chaos an. Ich habe mal angefangen hier... was zu starten sozusagen. Also erst einmal habe ich gerade, mein Freund hat gestern ein Kabel mitgebracht, dass wir Fernseher auch im Schlafzimmer schauen können. Das ist ja seit geraumer Zeit ist es ja so, dass man dieses, oh Gott, wie heißt es denn? DBT? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es ja irgendwann, ich glaube Anfang März oder wann war das? Oder sogar später. Kein Plan. Auf jeden Fall konnte man irgendwie dann nicht mehr über Receiver, weil der im Schlafzimmer lief über Receiver, konnte man eben nicht mehr schauen, sondern man brauchte halt eben so einen ganz normalen Sat-Kabel. Den haben wir die letzte Zeit immer gesucht und es gab nie einen, der lang genug ist, weil wir brauchten jetzt einen, der 15 Meter lang ist. Ja, kaum zu glauben, weil die Dose ist nämlich dort hinten in der Ecke. Da. Das heißt, die ist einmal hier rumgelegt, hinter der Couch entlang. Ich habe die jetzt hier unten auch gerade nochmal festgehämmert, den zweiten Kabel, das, so wie ich es bei dem hier gemacht habe, dass das eben nicht hier ständig rumgeht. Dann habe ich hier hoch hinter den hinterm Schrank entlang, hinter diesen ganzen Kisten und dann wieder, dass es jetzt da drin steckt, wo es stecken soll, im Sky-Dingsbums. Also irgendwie, der hat nämlich auch Sky. Der hat die ganzen Systeme logischerweise mitgebracht. Das muss man ja irgendwie monatlich zahlen. Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Gar nicht. Ich weiß nur, dass man dafür monatlich zahlen muss und hat dann irgendwie ganz, ganz viele Programme und da laufen auch ständig tolle Filme. Also Sky kenne ich schon, aber ich kenne mich da jetzt nicht genau aus. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie gar nicht. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall habe ich mir mal diese Kabel-Action jetzt gegeben, dass der Kabel, weil wir haben das, er hat gestern Abend, als er gekommen ist, das nur schnell einmal quer durchs Wohnzimmer und quer durchs Schlafzimmer gelegt, ob es überhaupt funktioniert und die Updates gemacht. Und dann kam meine Schwester auch schon um 8 Uhr, weil mein Freund ihr geholfen hat bei der ganzen Planung mit ihrem Urlaub, weil sie in ein paar Tagen ja nach Sydney fliegt, so rum. Und die möchte halt dort natürlich auch nochmal ein paar Reisen machen, Städte besuchen und so weiter und so fort. Und dadurch, dass er ja in der Touristikbranche arbeitet, hat er eben geholfen und da war sie auch irgendwie 2-3 Stunden da gewesen und dann haben wir eben abends das mit dem Kabel nicht mehr gemacht. Das ist mir aber heute so auf den Keks gegangen, dass es hier überall rumlag, dass ich das dann jetzt endlich mal gemacht habe mit hinterm Schrank und so weiter und jetzt ist es schön verstaut und man sieht nichts mehr und ist alles schön in die ganzen Leisten habe ich alles reingehämmert, also auch keine Stolperfalle. So, Step 2 war gewesen, dass ich diese ganzen Kisten, die ich oben auf dem Schrank habe, mal ausgeräumt habe, beziehungsweise Stauraum suche für die Babykleidung. Also die ersten 2 Kisten, das ist ja alles komplett voller Nagelzeug, also 2 Kisten voller Nagelzeug. Bei dem dritten, den könnte ich im schlimmsten Fall auch leer machen, weil da ist nur mein Weekender drin, mit dem ich dann immer verreise, wenn ich Wochenende weg bin. Und bei der nächsten Kiste sind so ein paar Tiersachen drin. Zum Beispiel, wenn ich zum Tierarzt mit den Katzen gehe, das sind auch alles so, zum Beispiel die Tasche drin, die könnte ich theoretisch auch in den Keller tun. Nur ich gehe so selten mit denen zum Tierarzt, ich habe doch keine Lust, dass es dann anfängt so komisch zu riechen. Aber ich habe jetzt tatsächlich nur eine Kiste komplett leer bekommen, weil dieses Chaos, was hier oben drauf ist, ist eigentlich nur Babykleidung. Ein paar Ballons, klar, die gehören jetzt gar nicht hier hin. Und das hier ist jetzt zum Beispiel Krabbeldecke und das Nestchen. Aber es sind hauptsächlich, möchte ich jetzt eben mal endlich anfangen. Ich sage das seit Tagen, gell? Aber ich drücke mich richtig davor, weil ich keine Lust hatte, diese Kisten hier runterzuholen. Da war auch gar nicht großartig irgendwie Schweres was drin. In ein paar Sachen waren auch noch alte Bettwäsche und so weiter. Die habe ich jetzt alle zur Seite gestellt. Die werde ich alle
zum Roten Kreuz einfach in diese Tonne reinschmeißen, weil es mir zu schade, sie wegzuschmeißen. Ich weiß aber, dass sie jetzt so keiner von meinen Leuten haben wollen würde. Deswegen, ich schmeiße sie einfach rein. Entweder die können da vom Roten Kreuz was mit anfangen oder nicht. Aber jetzt sie wegzuschmeißen in die Mülltonne, würde ich ein bisschen schade finden. Deswegen, da habe ich so ein paar Sachen gehabt, wie zum Beispiel unter anderem Bettwäsche. Und das habe ich jetzt mal aussortiert. Genau, und jetzt möchte ich eben, ich würde gerne in die Wickelkommode tatsächlich nur die Größe 50, 56, vielleicht noch die 62 reinstellen. Und dann, wenn ich die dann aussortiere, dann die nächste Wäsche hier reinmachen. Weil ich kann einfach nicht die kompletten Klamotten, die ich geshoppt habe und die ich geschenkt bekommen habe, die kann ich nicht alle hier in diese Wickelkommode reinmachen, weil ich ja auch noch alles andere hier drin haben muss. Also von Pampers bis alles drum und dran. Deswegen muss ich da ein bisschen aussortieren. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich die Klamotten, weil die sind ja auch alle frisch gewaschen, bevor ich die jetzt in den Keller stelle, da habe ich gar keine Lust drauf, wollte ich die eben in so einen Karton, in so eine Kiste machen und dann auf den Schrank stellen. Und da komme ich dann auch am besten ran. Das Ding ist jetzt, ich kann auch nicht mal schnell aussortieren und nach Größen gehen, weil viele Sachen auch unterschiedlich ausfallen. Also ich habe jetzt ganz oft gehört, H&M zum Beispiel fällt größer aus, Primark fällt wieder kleiner aus und so weiter und so fort. Also ich musste auch so ein bisschen ranhalten und gucken. Und bis ich die ganzen Klamotten durch habe, ist es wahrscheinlich übermorgen. Ja, und jetzt schaut euch mal dieses Drama an. Diese Tüte, diese Tüte, diese, diese und die da hinten, das alles ist DM. Beziehungsweise eine Tüte Rossmann. Ja, ich müsste mich mal, also ich habe für morgen wieder unheimlich viel geplant. Ich möchte gerne ganz früh rausgehen, erst einmal einkaufen gehen. Ich muss ein Päckchen zurückbringen. Ich muss was bei Primark zurückgeben. Weil einer der Oberteile ist wirklich übertrieben groß und es sieht einfach nur wirklich nach nichts aus. Und die werde ich auf jeden Fall entweder eine Nummer kleiner nehmen oder irgendwie umtauschen, eins von beiden. Und dann möchte ich nur einmal kurz, oh Gott, das darf ich jetzt gar nicht sagen, gell? Nochmal in die DM, um zu versuchen, den neuen Balea-Kalender zu bekommen. Der interessiert mich total. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Der soll 14,95 € kosten. Aber der Balea, ich mag ja Balea-Produkte unheimlich. Sehr, 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 sehr gerne. Und der soll irgendwann im Laufe der Woche kommen, im Laufe der nächsten Woche kommen. Und ich würde den voll gerne haben und der ist online irgendwie nicht erhältlich. Also ich habe jetzt gestern, vorgestern, heute immer wieder reingeschaut, der ist online nicht erhältlich. Und deswegen, wenn ich dann sowieso schon in der Stadt bin, weil ich fahre dann extra in die Stadt, weil ich dann dort auch zur Bank muss, dort zu Primark muss, da kann ich dann auch mein Paket abgeben, da kann ich dann halt eben alles schnell machen. Ja, mal gucken, ob ich den dort bekomme. Und dann würde ich gerne, wenn ich nach Hause komme, diesen Haul abdrehen. Ich kann diese Tüten nicht mehr sehen, furchtbar. Da sind halt ganz, ganz viele Haushaltssachen mit dabei, ganz viel, was in den Keller kommt. Und auch Pampers und was weiß ich, was alles drum und dran, was dann auch in die Wickelkommode gehört. Da ist aber auch Beauty und Schminke mit dabei. Also keine Angst an alle, die jetzt sich denken, oh Gott, mach keinen Haul, weil zu langweilig. Nein, da sind auch schöne Sachen mit dabei. P2 hat zum Beispiel eine mega schöne neue Foundation und so weiter und so fort. Ich habe eingekauft. Ja, ich weiß. Kein Kommentar. Ja. Genau, deswegen bin ich heute auch komplett zu Hause geblieben, um mal richtig meine E-Mails auf Null zu bekommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn ich morgen wieder den ganzen Tag unterwegs bin und die nächsten Tage sieht es auch nicht so gut aus mit Zeit. Ich müsste heute wirklich mit der Wickelkommode anfangen, aber jetzt habe ich schon wieder so lange am PC gesessen und gearbeitet. Das ist echt ätzend. Ja. Ich gucke mal, wie weit ich komme, wenigstens ein bisschen was zu machen. Ich kann diese Ecke hier nicht mehr sehen. Ich kriege wirklich regelrecht meine Krise. Ich würde gerne einmal schnipsen und alles ist schön einsortiert und alles sieht toll aus und überhaupt. Aber naja, so ist es halt nicht immer, gell? Ja, wollte ich nur mal kurz updaten. Ich würde sagen, ich melde mich morgen bei euch, wenn ich auf dem Weg dann bin, diese ganzen Sachen zu erledigen, die ich euch gerade genannt habe. Oder wenn sich hier irgendwas getan hat, was total toll aussehen würde. Also ihr seht ja gerade das Chaos hinter mir. Dann update ich euch auf jeden Fall. Also entweder bis später oder bis morgen. Ja, so ein bisschen was hat sich schon mal getan. Ich habe jetzt hier tatsächlich nur noch die restlichen Decken und die restlichen Klamotten. Alles andere ist auf dem Schrank. Ich habe jetzt hier wirklich nur die Größe 50 und 56. Ab 62 ist alles oben auf dem Schrank. Und ich hatte unten auch schon so ein paar Windeln gehabt von der Windeltorte. Die habe ich alle hier unten eigentlich reinsortiert gehabt. Die habe ich jetzt auch alle auf dem Schrank.
Ja, ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Ich mache morgen weiter, weil jetzt ruhe ich mich mal ein bisschen aus und genieße den Abend. Mein Freund ist nämlich gerade gekommen und das Chaos geht dann morgen weiter, wobei das alles hier ja sowieso nur DM-Haul ist. Also das gehört ja noch nicht mal mehr dazu. Und hier ist noch mal ein bisschen ein paar neue Sachen, die ich gekauft hatte oder geschenkt bekommen habe. Die müssen gewaschen werden. Also deswegen, das Chaos hier oben hat sich auf jeden Fall schon gebessert. Hallo ihr Lieben. Ich melde mich heute relativ spät. Ich hatte mir eigentlich heute voll viel vorgenommen. Habt ihr ja in der letzten Frequenz gesehen, aber der war gar nichts. Wir haben mittlerweile 20 nach 1. Richtig heftig. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Keine Ahnung. Ich habe mega die Kopfschmerzen. Ich hoffe, dass es jetzt dadurch, dass ich mal rausgekommen bin und mal ein bisschen frische Luft schnappe, dass es ein bisschen besser ist. Oder ein bisschen besser wird, sagen wir es mal so. Ja. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Skyline Plaza, also ich werde doch nicht in die Stadt fahren. Ich wollte eigentlich das Oberteil zu Primark zurückbringen, aber man hat halt 28 Tage Zeit. Ich mache mir da jetzt keinen Stress. Ich habe jetzt gar keine Lust auf die Stadt. Deswegen fahre ich jetzt nur in den Skyline Plaza, ein paar Sachen besorgen oder ein paar Sachen erledigen. Und auf dem Rückweg fahre ich dann zu Aldi. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, wenn ich nicht zum Aldi müsste, dann wäre ich gar nicht erst rausgegangen. Aber ich muss definitiv Lebensmittel einkaufen. Und wenn ich schon rausgehe, dann kann ich die anderen paar Sachen auch erledigen. Das ist dann auch Jacke wie Hose sozusagen. Genau. Und nach dem Aldi gehe ich noch kurz da an so eine Tonne vom Deutschen Roten Kreuz und mache die ganzen Sachen rein, die ich gestern da aussortiert habe. Und dann gehe ich auch schon wieder nach Hause. Mehr ist nicht wirklich geplant. Ich gehe jetzt gleich noch mal kurz in den DM, weil ich die Hoffnung habe, dass vielleicht die Kalender da sind. Also es ist jetzt auch der neue... Okay, was ist das? Der Balea-Kalender, habe ich ja schon gesagt, den würde ich gerne haben. Und von Maybelline gibt es auch einen neuen Kalender. Der ist zwar online überall schon verfügbar, aber ich würde gerne mal auf der Hinterseite gucken, ob irgendwie ein bisschen gezeigt wird, was da drauf ist, ob es sich das überhaupt lohnt, weil der kostet 35 Euro. Joa. Genau. Das ist der Plan. Und joa, ich würde sagen, ich nehme euch einfach ein bisschen kurz mit. Berichte kurz und ansonsten, genau, ich melde mich einfach gleich wieder bei euch. So, angekommen. Das Erste, was ich jetzt aber mache, ist was essen gehen. Ich habe nämlich zu Hause wirklich nichts mehr Gescheites und hatte auch irgendwie keine richtige Lust, weil ich mache heute am späten Nachmittag richtig Essen mit, ich möchte halt Reis machen, Pute in Ofen mit Paprika-Sahnesoße und so weiter. Deswegen gehe ich jetzt nur eine Kleinigkeit essen. Ich glaube einfach so ein Lamajon nur mit Salat. Ich esse ja denn das Fleisch da dran nicht. Also einfach nur mit Salat. Das sättigt mich dann die nächste Stunde, bis mein Freund nach Hause kommt und dann denke ich, dass es in Ordnung ist. Das mache ich jetzt als Erstes. Also hier im Food Court gibt es schon eine gute Auswahl, aber ich gehe hier immer zu dem Premium-Döner. Der ist richtig, richtig gut. Ja, da hole ich mir jetzt mein Lamajon. Ja. So, ich hatte mir gerade noch ein Eis von McDonald's gegönnt. Hat sehr gut getan mit Karamellsoße, lecker, lecker. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zum DM und dann fahre ich eigentlich auch schon zum Aldi. DM-Time, oh Gott, wie oft seht ihr das eigentlich in meinen Vlogs? Katastrophe, oder? Kein Kommentar. So. Lauter Neuheiten. Neue Handcremes. Toller Geschenketisch. Also das hier finde ich klasse. Und die Bibi hat hier wieder was entworfen. Da sind mehrere Sachen drin, unter anderem auch eine Schminktasche. Das nehme ich jetzt mal mit, da werde ich auf jeden Fall dann drüber berichten. Also die neue Essence LA ist ganz schön süß, aber irgendwie ist da nicht wirklich was für mich dabei. Oder hier auch die von Catrice, sieht mega aus, totales geniale Packaging. Muss ich sehr, sehr, sehr große Mühe gegeben. Sehr schön. So, ich war jetzt noch mal ganz kurz bei einem anderen DM. Die haben mir auch gesagt, dass wahrscheinlich morgen die ganzen Adventskalender kommen, aber erst am Samstag dann ausgepackt werden. Also ich werde mal gucken, dass ich Samstag früh nochmal in irgendein DM fahre und mein Glück versuche. Bin jetzt hier gerade beim Aldi angekommen, gehe jetzt einkaufen und dann ab nach Hause.